Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinderade. Ja, wie ihr seht, bin ich im Wald. Ich habe mich dazu entschlossen, wir machen jetzt im Winter ein bisschen Forstarbeit. Vor allen Dingen bringt es eigentlich auch relativ gutes Geld, muss ich sagen. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, also die ersten 3-4 Bäume oder was habe ich schon mal abgenommen. Ich guck, dass ich ungefähr nicht die kleinsten erwische, so wie hier vor mir, sondern so wie der hier. Das sind, glaube ich, die größten, die hier drinnen stehen. Ja, natürlich muss ich eventuell den einen oder anderen Baum natürlich auch mal ein bisschen beiseite schaffen, damit ich da irgendwo rankomme. So wie hier. Müsste ich hier hinten hin. Da müssten noch ein, zwei Bäume weichen, auch von den kleineren. Dass ich da durchkomme. Also müsste. Vorne die weg. Hin und wieder muss dann halt doch mal so ein kleinerer Baum weichen. Aber das ist auch nicht allzu schlimm. Ist nun mal so, ne? Wenn man dann irgendwo ran muss. Man hat zwar schon so ein Gefährt, aber man kommt dann trotzdem nicht durch. Der muss halt doch mal einen Baum weichen. Oh, das war nicht so gut. Vielleicht noch ein zweiter oder so. So dass man auch weiter nach vorne kommt, da wo man ungefähr seinen Holzplatz hat. Mal so gucken zu. Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin hier oben. Hier bin ich. Ich habe das Stück mal hier gekauft. Ne? Dies hier. Und ja. Machen wir jetzt mal ein bisschen Holz und dann. Ja, suchen wir uns die besten natürlich raus. Wie gesagt, hin und wieder muss mal ein kleiner weichen. Mal gucken, dass ich da nicht so viel mache. Weil sonst käme ich da nachher auch nicht mehr ran zum Aufladen. Oh, das war weniger gut. Versuchen wir es mal auf die andere Seite. Die Stämme schneide ich auf 8 Meter. Passt eigentlich denn recht mit den Abmaßen. Bleibt auch kein kleiner Dings über. Passt eigentlich. Passt eigentlich. Er ist ein bisschen schwierig. Hier in diesem ein Gestrüpp, da noch was zu sehen. Was ist der daran? Der hat, der Ponzi hier hat ordentlich ein bisschen Power.
Da passt das denn auch. Na, hin und wieder kann ich das doch ganz gut. Auch mit den Abschätzen. Dass es so halbwegs alles so übereinander liegt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten hat, aber egal. Was erinnern sich, kriege ich das, glaube ich, gar nicht hin. Zack, Baum fällt. So muss ich lang. Also das ist jetzt auch wieder nicht so gut. Komme ich hier nicht rum, dann schneiden wir den hier. Oh, und das war der Jägerstand. Auch nicht so gut. Müssen wir den auch hier schneiden? Ich bin gespannt, wie ich da rankomme wegen Abtransport. So, zum Not muss ich die Tanne da noch wegnehmen. Bisschen Concentration, ne? Auch. Und Baum fällt. Rum. Die Seite. Ein Stück höher. Ja, passt doch wieder halbwegs. Die so natürlich so rumhüpfen, ist ein bisschen doof. Da vorne müsste ich eigentlich noch wegnehmen. Oh Mann, 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 Mann. Da passiert gerade. Total verlenkt.
bisschen höher wieder. Also vom Dings her passt das noch nicht ganz so. Naja, es geht, ne? Also so doll ist es nicht, wie ich mir das gedacht habe. Ein bisschen. Ein wenig. Na gut, wann mache ich auch mal Holz, ne? Besonders mit so einem. Mit so einem Gerät hier. Eigentlich. So gut wie nie. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Ein bisschen Kraft hat er ja, ne? Aber da hängen wir irgendwo am Bäumchen fest. Oh, oh, oh. Das hat ja mal so gar nicht geklappt. Ich glaube, wir müssen den hier hinter uns auch noch wegnehmen. Sonst kommen wir da nachher. Haben wir da nachher beim Verladen Schwierigkeiten. Oh. Oh, 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 oh. Ich denke mal nicht, dass wir hier mit den großen Stämmen so durchkommen. Ich habe mir natürlich meinen Teleskoplader mitgenommen. Mit einer passenden. Das heißt, mit einer passenden. Ich nehme ja gern die Mistgabel, sage ich jetzt mal. Dafür. Schwupps. Bumm. Weil die. Ja. Weil es mit der verlademäßig einfach besser klappt. Hier haben wir jetzt natürlich. Ein bisschen weniger. Naja, gut. So. Eigentlich müsste ich den hier vorne noch, ne? Aber ich denke mal, das reicht erst fürs Erste. Weil ich sehe auch gerade, wir sind nämlich schon am Ende angekommen. Ich glaube, hier ist auch von denen keiner weiter drinnen mehr. Ich werde nochmal ein bisschen umgucken, aber ich glaube nicht. Ja. Das war mal ein bisschen was anderes, ne? Wem es gefallen hat, der kann natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo. Und ich würde sagen, das nächste Mal sehen wir uns dann beim Verladen. Versuche ich zumindest. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.